Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Arcanvale. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Arcanvale. Ja, beim letzten Mal haben wir Fiddler besiegt, also eine dieser riesigen Krabben, oder besser gesagt die riesige Krabbe, und haben Banditen bei einer Mine ausgeschaltet. Und wir müssen die Klaue noch irgendwo abgeben. Irgendwo hier war ein schwarzes Brett. Außerdem, ich habe schon gesehen, nachdem ich beim letzten Mal nach der Folge meine Taschen ein bisschen geleert habe, ich habe sie ordentlich geleert, dass der Typ hier oben auch noch was wollte. Ach, er war das mit Fiddler. Wie kann ich dir helfen? Ich bin gekommen, um das Kopfgeld für den Riesenkrebs Fiddler einzufordern. Es wurde auch Zeit, dass sich jemand um dieses riesige Biest gekümmert hat, das hat sich seit Jahren unkontrolliert vermehrte. Ich bin sicher, ich spreche sowohl für mich als auch für den König, wenn ich dir deinen Dienst danke. Was habe ich jetzt bekommen? Ich sehe es später in der Aufnahme. Da ist schon wieder so ein Dreckskopf-Ion. Des Weiteren habe ich gesehen. Zum einen nach der Folge, dass meine Farm fertig war. Zigtausend Kürbis und die habe ich verkauft. Also nicht wundern, ich habe wieder einen Arsch voll Geld. Die hier verkauft Kleidung und ich glaube, da ist eine Kleidung drunter, die ich mir dringend kaufen sollte. Nämlich das Piratenhemd. Ich denke mal, das wird wichtig sein, wenn wir mal in den Piratenversteck rein wollen. Habe ich sonst noch irgendeine Quest abgeschlossen? Nee, alle in Arbeit. Aber es sind recht wenige. Ich wundere es, dass wir diesen Kommandanten noch nicht gefunden haben. Naja, früher oder später finden wir ihn schon. Ich habe jetzt übrigens auch mega viel zu essen, weil meine Farm fertig war. Also ich habe so um die drei Pakete fast voll an Tomatensalat und sogar noch ein bisschen Krabbensalat. Also Hunger wird für uns kein Problem mehr sein für die nächsten Folgen. Ich habe übrigens auch nicht mehr dieses Arena-Gesichtsschutz an, sondern den Eisenhelm, den wir beim letzten Mal bekommen haben, weil der ein kleines bisschen besser ist als mein alter Helm. Habe ich dich beim letzten Mal übersehen? Nee, die sind respawned, oder? Ungekochtes Rindfleisch. Ja, die zwei Schaden, die stecke ich locker weg. Ich will gucken, ob ich da rein kann. Ja, kann ich. Wo ist meine Lampe? Da ist meine Lampe. Immer zuerst die Fernkämpfer. Die Fernkämpfer sind wesentlich nerviger als die Nahkämpfer. Das hier ist eine Mine. Geh auf Erzsuche. Ach, der kann hier gar nicht losgeschickt werden. Wie useless bist du denn? So, baut die auch schneller ab? Nee, schneller abbauen tut die nicht, aber sie kann härteres Material abbauen. Oh, Sprengstoff habe ich. Guck mal, hat es doch noch einen Nutzen. Okay, die Bomben, die sollte ich mir aufsparen. Eventuell gibt es noch mehr solcher Türen. Oh, was kann man denn hier alles mitnehmen? Komm her, du Scheißvieh. Komm her. Oh, ist das Dynamit? Schleimplasma habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Neues Handwerksrezept, Dynamit. Wir können jetzt Dynamit herstellen. Um Gottes Willen. Das muss ja alles vernichten. Ich habe übrigens gemerkt, dass ich echt wenig Kohle habe. Deswegen nehme ich jetzt ab sofort auch Kohle mit. Nur die normalen Steine, finde ich, kann ich stehen lassen. Bei denen kriege ich bei fast allem. Ist das auch ein Stein? Oh.
Da kam er mit, ist zumindest bei raus. Hier war ja eine richtige Erzecke. Der hatte gekochtes Huhn bei sich. Auf jeden Fall geil, dass ich hier auch wieder Schwefel sammeln kann. Ich hatte schon die Befürchtung, dass ich speziell zu dieser einen Mine dafür muss. Tut mir leid, die Seele ist mit mir durchgegangen. Ich habe Krüge gesehen und konnte nur draufhauen. Es tut mir leid, Leute. Diese Schneekopfpilze, die muss ich auch sammeln bei sich Kontakt. Die sind ja auch wichtig für diese einen Tränke. Was war das denn gerade? Warte mal, ich schieß mal mit dem Bogen drauf. Okay, es ist tot. Aua. Ein Geonit war das. Der war aber ordentlich schnell. Ist meine Lampe kaputt? Oder wo ist die hin? Warum hat er die Lampe abgerüstet? Oh. Wollen wir mal das Dynamit ausprobieren? Warte mal, einfach nur als Vergleich. Wo sind meine normalen Bomben? Meine normalen Bomben haben eine Angriffskraft von 11. Wie viel hat das Dynamit? 22, die haben einfach das Doppelte. Come on! Hallo? Bloß nicht daneben stehen bleiben! Das fetzt weg. Von dem Dynamit muss ich mal unbedingt mehr herstellen. Das fetzt ja alles weg. Ich frage mich, was die hingerafft hat. Okay, hier wäre die andere Richtung gewesen. Das ist schon wieder so ein Geonit. Die zu treffen ist schwer. Hat es überhaupt einen Sinn, die Dinger umzubringen? Bisher hatte keiner von denen was dabei. Na gut, was ist das für eine Aussage? Bisher habe ich einen getroffen. Ich habe das Gefühl, dass der Ausruf, den ich damit raushole, auch mehr ist. Mit der besseren Spitzhacke. Ich habe zumindest das Gefühl, dass dabei auch mehr rauskommt. Oh, guckt mal! Oh, wie nett seid ihr denn? Geh mal weg von mir. Ich habe die Höhle der Bergbauarbeiter gefunden. Diese verdammten Schleine haben die Hälfte anderer Bergleute getötet. Wir haben es kaum lebend hergeschafft. Ach, ihr auch? Ach nö, Drake, da ist einer deiner Brüder drin. Königliche Zwergengarde. Das nenne ich mal einen Zwerg. Es kommt nicht allzu oft vor, dass sich ein Mensch in diese Minen wagt, der nicht einer dieser verdammten Banditen ist. Was bringt dich in mein Reich? Wo ist der Rest denn, Leute? Das ist alles, was wir noch haben. Ja, des Krieges haben unsere Zahl unwiederbringlich geschrumpft. Es ist nur eine Handvoll von uns übrig. Und zu einem Überfluss hat sich kürzlich ein Drache in die Minen eingenistet. Wir mussten den Südeingang blockieren, um zu verhindern, dass er uns auslöscht. Kann ich irgendwas tun, um zu helfen? Ein Mensch, der den Zwergen seine Hilfe anbietet? Es sind in der Tat seltsame Zeiten, in denen wir leben. Ich habe nur einen Wunsch, mein Volk zu vereinen und unser Land zurückzuerobern. Dazu bräuchte ich einen uralten Edelstein, den unsere Schmieden nicht herstellen können. Es war die Prophezeiung, die voraussagte, dass du den Arkan-Dämon aus seinem Schlummer erwecken und ihn schließlich vernichten würdest.
Wenn ich diesen Edelstein hätte, könnte ich die verbleibenden Zwerge freien und unsere Heimat zurückerobern. Ich könnte versuchen, die einzuschmieden. Das Wissen um die Herstellung eines solchen Edelsteins ist schon lange verloren gegangen. Ich weiß es angeber zu schätzen, aber ohne eine Drachenschmiede wäre es unmöglich, es zu schaffen. Es zu erschaffen, Entschuldigung. Ich kann hier zumindest mein Erz, was ich hier eingesammelt habe, eben kurz schmelzen. Irgendwas am Amboss, das ich mir herstellen kann? Die einzelnen Brustplatten wären eventuell, glaube ich, eine bessere Idee. Abgesehen von der Feuerresistenz sind sie auch besser als meine. Er fällt mir ein, der erste Schmied, der hatte auch noch mal ein Rezept für mich, als ich dort war. Ich habe es mir nicht gekauft. Aber das war ein Schmiedrezept für die Eisenbeine. Also die Eisenbeinstulpen. Durfte ich keine Innenansichtskarte habe von den Minen, ne? Oh, auch noch mal ein paar Bomben haben sie für mich. Ist hier sonst noch irgendwas, das ich mitnehmen will? Hier sind auf jeden Fall ein paar Eimer. Ich warte eben kurz, bis mein Eisen fertig ist. So, die Schmiede ist jetzt fertig, Leute. Dann ziehen wir mal weiter. Also in dieser Schmiede gibt es einen Drachen. Ich habe einen Erfolg noch, beziehungsweise zwei Erfolge noch. Es gab noch einen dritten, den ich offscreen gemacht habe. Das sind die letzten Erfolge. Den einen, den ich offscreen gemacht habe, das ist auch der einzige, ist 5 beziehungsweise 10 Vogelscheuchen aufgestellt. Da habe ich einfach 10 Vogelscheuchen aufgestellt und das war es dann auch schon. Wie kriege ich die denn betroffen? Könnte man hier drin eventuell diesen Oktopus fangen? Ich kann die Angel hier nicht werfen. Merkwürdig. Und schon wieder einer tot. Was seid ihr denn? Ghule. Oh, ihr haltet auf jeden Fall einiges aus. Ich habe das Gefühl, diese Geoniden sind eigentlich richtig friedfertig. Leute, die haben einfach eine eiserne Brustplatte für mich. Feuerresistenz brauche ich gerade nicht, aber ich behalte die Rüstung mal, wenn wir gegen den Drachen antreten. Da werde ich die brauchen. Oh, so viel Erz hier. 10-mal mehr als in der anderen Höhle. Also Eisenerzprobleme habe ich sicherlich nicht mehr. Diese Schneekopfpilze nehme ich generell mit, weil die sind echt selten. Die nehme ich immer mit, wenn ich sie sehe. Warum kann ich keinen Begleiter haben, der auch Schaden macht? Knochen muss ich auch immer mitnehmen. Ach, da war schon wieder so ein Geonit. Bin eigentlich recht knuffig, die Dinger. Was bist du denn? Ein Mageripper. Gottes Willen, das Ding hält auch schon wieder einiges aus. Was ist das? Was zum Geier war das für ein Ding? Warte mal, Entdeckungen. Das Vieh gucke ich nach. Okay, ich habe das Vieh jetzt in der Liste da nicht gefunden. Ein Drachenfeuerschild. Feuerresistenz 50. Ich glaube, das ist auch ein wesentlich besserer Schild als meiner. Haben wir hier gerade den ultimativen Schild gefunden? Ich glaube schon. Warte mal, den packe ich mir da unten in die Leiste. Alter, sieht der cool aus. Moment, was ist das? Ich glaube, da ist unser Drache. Der Weg ist versperrt. Wofür habe ich mein Dynamit?
Das sollte ich mir auch mal in die Leiste da unten packen. Muss ja die Wege auch aufspringen. Schon wieder so ein komisches Etwas. Um Gottes Willen, hier ist ja ein ganzes Nest von den Dingern. Zum Glück sind die schlecht im Treffen. Was zum Geier seid ihr? Lol, die droppen Teleportationsruhen. Aua. Und auch richtig viel Cash, da ist noch so ein Ding. Seht ihr noch mehr von denen? Wenn ja, dann versammelt euch mal bitte. Okay, das ist der letzte von denen. Oh, noch mehr Schwefel. Das hat nichts ausgelöst. Ich glaube, wir müssen noch einen anderen Mineneingang finden. Wahrscheinlich gibt es weit im Süden der Karte irgendwie noch einen weiteren Mineneingang. Dass diese Mine über zwei Punkte verbunden ist. Okay, hab den Ausgang wiedergefunden. Ich entferne mich mal von der Mine. Wir müssen nicht noch mehr Banditen umbringen. Okay, die muss ich umbringen. Weil ich hätte gern den Inhalt ihrer Kiste. Okay. Es gibt bestimmt weiter unten irgendwie noch einen weiteren Eingang zu dieser Mine. Hier sind Mini-Drachen. Ein Moment. Feuerresistenztrank. Hey, hier sind deine Brüder und Schwestern. Und sie tun mir weh. Drachentöter-Errungenschaft. Das war unser erster Drache. Hallo, hier soll was droppen. Oh, hier. Drachenhautreste. Stimmt ja, die brauchte ich für diese eine Rüstung. Und die liefern auch Asche. Komm her. Komm her. Du glaubst doch nicht, dass du nach der Aktion ungeschoren davon kommst. Lauf doch nicht weg. Oh, irgendwie ist die Asche das Enttäuschende. Sind hier noch mehr Drachen? Oh, hier ist eine ganze Drachenparty. Okay, dann weiß ich, wo ich Drachenhautreste im Maße herbekomme. Na gut, ich würde sagen, ich verprüge jetzt Offscreen gleich noch die Drachen da. Wenn es euch heute gefallen hat, Leute, den lässt ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!